Ja, und jetzt ist das aber fix. Es gibt einen neuen, wenn auch noch designierten Bundespräsidenten. Wir gehen jetzt live zu meinem Kollegen Andreas Meyer-Busch und dort wird in Kürze der neue designierte Bundespräsident sprechen. Alexander Van der Bellen sollte hier im Palais Schönburg in den nächsten Sekunden eintreffen. Er hat mit seinen Wahlhelfern auch während des Wahlkampfs hier in diesem würdigen Rahmen schon mehrere Veranstaltungen abgehalten, auch Plakate präsentiert. Und er gibt hier sein erstes offizielles Pressestatement ab nach der Bekanntgabe des Endergebnisses durch den Innenminister heute Mittag. Es ist nur ein Statement, es sind heute noch keine Journalistenfragen zugelassen. Am Beginn des Statements wird noch sein Pressesprecher die Medien begrüßen und danach hoffen wir, dass Alexander Van der Bellen etwas klarlegen wird, wie er seinen Stil als zukünftiger Präsident anlegt, wie er die Wählerinnen und Wähler, die ihn nicht gewählt haben, auch ins Boot holen will, wie er das Land wieder verbinden will, wie er ein Bundespräsident für alle Österreicher sein will. Natürlich geht es auch darum, wie schaut sein Kurs gegenüber Europa aus, welche Auslandsbesuche plant er, wie wird er den Kurs in der Hofburg festlegen gegenüber dem Ausland, egal ob es jetzt Europa, EU-Mitgliedsländer oder auch Staaten, die nicht zur Europäischen Union gehören. Und natürlich geht es auch darum, wie er dann letztlich politisch seinen Kurs festlegen wird für zukünftige Regierungsbildungen. Wie gesagt, Alexander Van der Bellen sollte an sich schon eingetroffen sein. Ich höre von der Regie, bis jetzt haben wir keine Bilder. Aber in diesen Sekunden höre ich, kommt er die Treppen hinauf und es wird etwa ein 10- bis 15-minütiges Statement werden, wo der zukünftige Bundespräsident, wie gesagt, seinen Stil und sein Amtsverständnis etwas präzisieren will. Am Beginn hören wir jetzt noch den Pressesprecher, der die Medien zunächst einmal kurz begrüßen wird. Und danach spricht der zukünftige Bundespräsident. Amtsübergabe ist ja dann erst im Jänner. Eine Einspruchsfrist läuft derzeit noch, aber bisher deutet nichts darauf hin, dass die Freiheitliche Partei auch dieses Wahlergebnis nach der Auszählung der Wahlkarten beeinspruchen will. Das heißt, der Weg ist an sich frei für den nächsten Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen. Und ich gebe nun weiter an den Pressesprecher und danach an den zukünftigen Bundespräsidenten. Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Österreicherinnen und Österreicher draußen, die zuschauen, zuhören. Willkommen alle Medienvertreter aus dem In- und Ausland. I also want to welcome all journalists from abroad. Thank you for coming. Thank you for your interest and joining this statement, short statement of mine. Knappes Jahr ist vergangen, seit dem offiziellen Beginn dieser Wahlauseinandersetzung. Eine Wahl im April, eine Stichwahl im Mai, eine Anfechtung, eine Aufhebung, einen Oktobertermin, ein, nennen wir es Kleberproblem, eine verschobene Stichwahl und nach dieser langen Zeit nun die Entscheidung am vergangenen Sonntag. Österreich hat einen neuen Bundespräsidenten gewählt. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, allen Bürgern und Bürgerinnen zu danken, die ihr Wahlrecht ausgeübt haben, die an diesem Wahlsonntag zur Wahl gegangen sind und insbesondere natürlich meinen Wählerinnen und Wählern, danke Ihnen für Ihr Vertrauen. Aber ich möchte auch danken allen Behördenvertretern, allen Wahlbeisitzern, Wahlzeugen, Wahlzeuginnen, also kurzum allen, die dazu beigetragen haben, dass diese Wahl ordnungsgemäß und vorschriftengemäß stattfinden konnte. Und last not least gratuliere ich meinem Mitbewerber Norbert Hofer. Es war ein respektables Ergebnis. Ich sollte vielleicht am besten wissen, wie viel Einsatz ein solcher langer Wahlkampf kostet. Und ich möchte auch ausdrücklich sagen, dass ich allen Wählerinnen und Wählern
die Herrn Hofer gewählt haben, sozusagen meine Hand reiche und ihnen zusage und versprechen kann, dass ich der Bundespräsident aller Österreicherinnen und Österreicher sein werde, ob sie mich nun gewählt haben oder nicht. Ich glaube, dass das Wahlergebnis vom 4. Dezember ein klares Signal ist, ein klarer Auftrag ist, wenn Sie so wollen. Ein rot-weiß-rotes Signal, das ausstrahlt in die Hauptstädte, aber auch in die Dörfer Europas. Nämlich ein Signal, das zeigt, dass eine Politik des Miteinanders, eine Politik, die sich auf die gemeinsamen europäischen Werte beruft und besinnt, nicht nur Sinn hat, sondern zum Erfolg führen kann. Lassen Sie mich, meine Damen und Herren, ein paar Worte über die sogenannte Spaltung und Polarisierung in unserem Land sagen. Ich sehe das ein wenig anders und möchte einige Überlegungen mit Ihnen teilen. Erstens, die Wahlbeteiligung ist erneut gestiegen. Sie war schon hoch im Mai und sie ist erneut angestiegen. Die Menschen haben also in noch größerem Ausmaß ihr demokratisches Recht ausgeübt und gezeigt, dass ihnen diese Wahl wichtig ist. Diese erhöhte Wahlbeteiligung stand in einem gewissen Kontrast zu den weit verbreiteten Prognosen, dass die Österreicherinnen und Österreicher politikmüde geworden sind, dass sie Politik oder Politiker verdrossen geworden sind und dass die Wahlbeteiligung also sinken werde. Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe jedenfalls im letzten Jahr eine sehr intensive, breite Diskussion erlebt, eine sehr vielfältige und engagierte Diskussion. Und ohne dieses Engagement, das ja schlussendlich dann in eine ganz, ganz breite Wählerinnen- und Wählerbewegung gemündet hat, vor allem auch wiederum in den letzten Wochen dieses Wahlkampfs, hätten wir, mein Team und ich, hätten alle, die im Wesentlichen der gleichen Auffassung sind, ja auch nicht gewinnen können. Es wurde schon viel gestritten in diesem Wahlkampf, das stimmt schon. In welchem Wahlkampf wird nicht gestritten? Aber im Wesentlichen ging es doch darum, Standpunkte zu vertreten, Standpunkte zu erklären und schlicht und einfach klarzulegen. Ich sehe das grundsätzlich positiv. Ich bin guter Dinge, dass wir in Österreich in den kommenden Jahren eine Zeit mit hohem Interesse an politischen Fragen erleben werden, mit der Beteiligung entsprechend vieler Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Ich sehe in diesem Wahlergebnis aber auch einen Auftrag letzten Endes an uns alle, nicht nur an mich, einen Auftrag, dass wir über das Gesprächsklima in unserem Land nachdenken. Es ist doch so, dass manche Äußerungen in diesem Wahlkampf nicht immer, sagen wir, vom nötigen Respekt geprägt wurden, einem Respekt, der in einer Demokratie notwendig ist, um einander zuhören zu können und gemeinsam dann weiterzukommen. Und ich glaube, dass das Wahlergebnis auch zeigt, dass sehr, sehr viele Menschen sich in Österreich eine andere Gesprächskultur in der Politik wünschen. Und ich werde jedenfalls versuchen, diesem Thema des Umgangs miteinander, auch wie wir mit Worten miteinander umgehen, in dieser Amtszeit, in meiner Amtszeit einen wichtigen Platz einzuräumen. Und ich werde versuchen, einen konstruktiven Austausch miteinander, untereinander zu fördern. Hier sehe ich eine deutlich gestiegene Verantwortung der Politik, aber nicht nur der Politik, auch der Medien. Und im Grunde genommen von allen Personen, die sich öffentlich äußern. Zum Beispiel und vielleicht vor allem in den sogenannten sozialen Medien.